Moin Leute, heute ist Donnerstag. Heute beginnt so langsam meine Automatentour wieder. Ich habe heute Bestellung bekommen, das zeige ich euch da ja nochmal. Ich habe auch schon ein bisschen was reingeholt von der Bestellung, aber ein bisschen ist noch da, das zeige ich euch nochmal. Hier ist schon ein wenig von der Bestellung, das ist schon Papier, das werde ich gleich in den Mülleimer tun. Genau, und ja, dann zeige ich euch da nochmal die Bestellung. Das können wir gleich mal mitnehmen. Ja, also, ab geht's. Ich zeige euch mal eben die Bestellung bei Naschfeld, von Naschfeld und dann kommen wir zu Nürnberg eben und dann müssen wir zu BBS hin. Danach müssen wir nach Fisbeck und nach Rechterfeld hin. Ich hoffe, es klappt alles. Wir haben jetzt schon nach 19 Uhr. Ich wollte nochmal vorher zur Bank gehen, noch Geld aus die Bank bringen. Ich hoffe, es klappt alles. Dass ich alles schaffe, das muss ich morgen einen Teil machen, je nachdem wie spät das jetzt wird, wie schnell ich jetzt vorankomme. Okay, ich würde sagen, ab geht's. So, das ist ein Teil der Bestellung. Habe ich jetzt gerade aus dem Schuppen geholt, aber ein Teil ist noch gleich im Schuppen. Das soll ich gleich auch nochmal eben. Genau, also ist einiges bestellt worden. Und ja, ich brauche ein bisschen mehr tatsächlich, weil die BBS tatsächlich ganz gut geht. Da kannst du jeden Tag Cola auffüllen und Zero, Cola Zero, normale Cola und auch Fanta Exotic. Die gehen da richtig gut, muss ich sagen. Insofern auch Mezzomix geht da sehr, sehr, sehr gut. Wasser- und Apfelschorle gehen gut. Auch ACE-Drink geht dort gut. Also auch da muss ich sagen, habe ich immer einiges zu tun. Deswegen auch etwas größere Bestellung diese Woche. So, das ist jetzt hier der Rest vom Schützenfest. Und zwar hier ist eine habe ich hier schon reingebracht, habe ich ja gerade gesagt. Das, was noch über ist, das kommt auch noch mit rein. Genau, und dann kommissioniere ich und dann mache ich meine Tour eben. So Leute, jetzt hier am Donnerstag. Es ist jetzt kurz nach 8, Viertel nach 8 ungefähr. Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde gebraucht, um zu kommissionieren. Genau, ich zeige euch nochmal das Ergebnis hier jetzt. Also das ist rechter Feld, da ist eine Menge gegangen. Rechter Feld. Und dann hier nochmal, das ist der Fisbecker Automat, wie immer nicht allzu viel. Und darunter sieht man jetzt schlecht, ist halt der BBS. Vielleicht kannst du mal gucken. Da, BBS. So. Und jetzt ist mein Punkt. Ich wollte jetzt eigentlich erst noch Geld wegbringen, weil das schon so voll ist ja. Weil ich letzte Woche bei der Münze kaputt, habe ich euch erzählt im letzten Video. Da konnte ich leider nicht mal die Münzen wegbringen. Ich hoffe, das geht jetzt, weil der ist schon so voll, der Sack da, der Geld, die Banktasche, dass da nichts mehr reingeht eigentlich. Deswegen wollte ich erst Geld wegbringen. Ja, ich muss mich ein bisschen sputen jetzt. Wird auch bald dunkel, sagen wir mal. Ja, noch nicht. Ich hoffe, dass es schon mehr hell bleibt. Muss ich gucken, wie ich das sehen. BBS muss ich auf jeden Fall machen, völlig klar. Fisbeck und Rechterfeld wollte ich eigentlich auch noch machen. Mal gucken, wann ich jetzt komme. Ich muss sehen, dass ich jetzt loskomme. Ich bin jetzt, bevor ich zu BBS fahre und nach Fisbeck und Rechterfeld, bin ich jetzt bei der Bank gewesen, habe jetzt nochmal Geld abgeliefert, nämlich Münzen, weil, wie gesagt, der Münzeinwurf ging ja nun nicht. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht, am Donnerstagabend. Es ging ja auch wieder, ging auch ganz gut, muss ich sagen. Und dann kann ich auch schon mal das Zwischenergebnis mitteilen, was ja auch noch ein Teil von letzter Woche war, wenn man so will. Was ich praktisch jetzt, wenn man so will, auf die Bank an Münzen eingezahlt habe. Und das ist, ich zeige euch das, einmal waren es 372, ich habe das in zwei Schritten gemacht. Und einmal 440, also roundabout 800 Euro, die ich jetzt in Münzen praktisch eingezahlt habe. Davon ist ein großer Teil noch von der letzten Woche halt gewesen. Ja. Und noch ein bisschen was von der BBS jetzt. Da kann ich aber heute jetzt ist wieder Tasche frei, sage ich mal. Die war so voll. Und jetzt kann ich zumindest mal wieder was reintun und auch mal eine Tour machen mit Scheinen und so weiter. Insofern war es ganz gut, dass ich das ja schon gemacht habe. Ja, jetzt will ich nach BBS gehen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ist der mal schon langsam. Ich will nicht ganz im Dunkeln dann noch auffüllen müssen. Deswegen jetzt schnell zu BBS. Und hoffe, dass ich das Fisbeck und Rechtefeld auch noch schaffe. Leute, ich bin jetzt hier gerade beim Fisbeck. Es wird langsam schon dunkel. Wir haben schon nach 9, glaube ich. Ich denke, wir haben schon nach 9 jetzt, ne? 9:25 Uhr. Also ich habe jetzt gerade hier aufgefüllt. Die Doritos waren leer tatsächlich und die anderen, einige Sachen waren leer. Habe es hier alles aufgefüllt hier. Capri-Sonne wieder drin und so weiter. Genau. Jetzt würde ich sagen, den machen wir mal zu. So, und dann würde ich sagen, dann kann es ja wieder losgehen, ne? Jetzt hole ich noch eben das Geld raus und dann würde ich sagen, dann bin ich hier auch durch. Nach rechter Feld. Wollte ich heute hier eigentlich auch noch hin, nach Rechterfeld. Das schaffe ich aber jetzt nicht mehr. Also Rechterfeld werde ich heute wohl nicht mehr machen. Es wird zu dunkel. Und das mache ich vielleicht am Morgen. Ja, ist halt immer so, wie es ist. Es hat heute alles zu lange gedauert. Ich bin heute zu lange auf der Arbeit gewesen letzten Endes. Also ich hoffe, dass es morgen etwas pünktlicher wird, dass ich dann noch Rechterfeld und dann Westring auch noch machen kann. Wir werden es sehen. Alles klar.
Moin, jetzt bin ich hier wieder. Heute ist Freitag. Ja, und bin ich jetzt hier bei der BBS und man muss wirklich sagen, das war alles leer, habe ich schon wieder aufgefüllt. Das ist komplett leer, beziehungsweise die Beefy, die habe ich auch aktuell nicht dabei. Hier sind noch drei von drinne. Ich zeige euch das mal eben, wenn ich das mal einmal hier. Die Getränke habe ich noch nicht aufgefüllt. Hier sieht man das ganz gut. Ja, also hier war alles voll. Komplett Cola leer, komplett hier diese grüne Fanta leer. Also hier sind zwei von weggegangen von diesem Y-Food. Man muss sagen, nicht schlecht. Waren auch heute 130 Euro Umsatz ungefähr. Sind meistens zwischen 80 und 130 Euro, kann man sagen. Genau, hier ist auch einiges weggegangen. Ich werde jetzt noch alles entsprechend auffüllen. Ja, ich wollte eigentlich heute auch noch nach Rechterfeld hin. Allerdings muss ich sagen, das schaffe ich tatsächlich heute nicht. Erstmal regnet das jetzt. Das ist so ein, ja, Scheißwetter auf Deutsch gesagt, ja. Also, ganzen Tag war es einigermaßen in Ordnung. Jetzt pisst das, hätte ich beinahe erzählt. Na, jetzt regnet das. Gut, wir haben jetzt auch schon jetzt 19:20 Uhr oder was, 19:30 Uhr. Ja, über 19:32 Uhr schon. Ja, aber ich konnte nicht eher, wie gesagt, ich musste auch vorher arbeiten. Insofern, und die BBS musste wirklich jeden Tag auffüllen. Sonst hast du hier echt, ein Problem. Also dafür ist eigentlich müsste man einen größeren Automaten haben oder doppelten hier hinstellen. Ich bin schon überlegen, ob ich den Fizzbäcker hier hinstelle, weil der läuft ja nicht ganz so gut, dass ich den vielleicht hier mit hinstelle. Ich weiß ja, dass hier zum Beispiel der Kaffeeautomat, der hier neben steht, der bleibt ja noch über ein Jahr dann und ab September nächsten Jahres ist der wohl weg. Mal gucken, vielleicht gehe ich dann, stelle ich dann noch einen daneben. Je nachdem, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen länger hier bleiben kann auch. Und dann denke ich mal, dann würde ich einen daneben stellen. Dann haben die erstens mehr Auswahl, auch in den Pausen. Und zweitens, vielleicht brauche ich dann wirklich nicht jeden Tag hin, sondern vielleicht auch mal aus, wenn ich jeden zweiten Tag gehe. Also aktuell muss ich wirklich sagen, kann sie wirklich jeden Tag herfahren. Man ist ja positiv, ne? Das muss man auch mal so sehen. Gut, ich mache jetzt hier weiter, fülle das alles jetzt auf und dann, wenn wir uns heute dann. Werde ich dann morgen am Samstag meine Automatentour machen halt und dann wird es ein bisschen mehr werden, müssen wir schon nach Metro hin auf jeden Fall. Wir müssen nach Großen Kneten hin. Da müssen wir nach Rechterfeld hin. Wir müssen auch nach Lorenz hin, noch Chips und sowas holen. Und wir müssen auch noch den Westring machen. Den habe ich nämlich auch noch nicht geschafft diese Woche. Weil das hier schon eine BBS auch tatsächlich, wenn ich so lange arbeiten muss, viel Zeit in Anspruch nimmt. Okay, also bis dann. So, jetzt haben wir heute ist Samstag. Ich bin jetzt gerade schon dabei, so ein bisschen was zu kommissionieren. Und ja, bin jetzt gerade dabei, den großen Knetener zu kommissionieren. Da muss noch den Westring kommissionieren. Und ja, gestern habe ich nicht mehr so viel geschafft. Heute machen wir den Rest fertig. Und ich würde sagen, ich fange erstmal jetzt einfach an. Und dann gucken wir weiter. So, ich habe jetzt hier fertig kommissioniert. Jetzt zeige ich euch das mal eben das Ergebnis. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist Westring 1 und 2. Das ist großen Kneten und das ist praktisch die beiden Rechterfelder, ne? Ja, das kommt noch Rechterfeld hin. So, und das ist praktisch den Müll, den ich hier in der Hand habe, ne? Und jetzt würde ich mal sagen, das bringen wir jetzt mal eben in die Mülltonne rein. Und dann haben wir das auch geschafft. Okay, mache ich jetzt mal eben.
hier beim Metro. Jetzt holen wir uns mal eben einen Wagen hier. Und meine Einkaufsliste habe ich jetzt hier auch schon. Und ja, das ist sie. Und dann, ja, gucken wir mal. Ab geht's. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir nehmen mal ein paar von denen hier mit. Dann haben wir... Hier noch welche. So, dann nehmen wir hier noch welche mit. Lackgummis brauchen wir auch noch. Die nehmen wir auch nochmal mit. Zwei. Hier nochmal welche von. Und noch welche von hier. Ja. Wollen wir nochmal. Gucken wir nochmal. Welche von die hier. Hier sehen wir auch schon, die kosten 1,19 ab 6 Stück. Also wenn du 6 Stück davon hast, dann kosten die noch 1,19. Müssen wir eigentlich haben, ne? 2, 4, 6, ja, haben sogar mehr. Okay, würde ich sagen, dann passt es. Auf jeden Fall wieder die Doring, die Happy Hippos. Die kann man immer gebrauchen. Jeden Fall welche mit. Das haben wir 2, 4, 6. Oh, 6 Stück haben wir jetzt wieder. Ich denke mal, das könnte erstmal reichen. Bonbons hier. Die sind nicht aktuell nicht ganz so gut gegangen, muss ich sagen, die Schokobons. Aber ist okay. Haben wir noch mal ein paar mit von. Doritos, die brauchen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns gleich mal einen mit. Okay. Gut, kosten ab je 4,145. Ja, das passt soweit. Dann würde ich sagen, haben wir auch mal ein paar hier. 2, 4, 6. Ja, ich denke mal, es reicht erstmal. So, ich habe jetzt hier noch die Mikados geholt. 4 Stück aktuell. Ich habe auch noch einige Sticks, habe ich ja auch noch. Gibt es übrigens auch bei Famila, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was die da kosten. Die kosten so je Stück 1,49, also 1,49 brutto. Ich glaube, das wird bei Famila nicht unbedingt viel teurer sein. Deswegen denke ich mir mal, werde ich da wohl nicht so viele von holen. Dann kann ich die eben auch bei Famila holen. Macht dann mehr Sinn, wenn ich sie dann brauche. Okay. So Leute, jetzt bin ich hier gerade raus wieder vom Metro und jetzt zeige ich euch nochmal den Einkaufswagen hier. Das machen wir ja meist immer. Vielleicht könnt ihr mal schätzen, wie viel ist es. Na, also hier oben ist dann das da. Die haben wir auch gekauft, die Metro-Box. Ja, also das waren jetzt insgesamt... 474,93 €. Ja, ich muss sagen, das ist soweit in Ordnung. Dachte ein bisschen mehr sogar, aber es ist einigermaßen wieder weggekommen jetzt. Ja, ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich die BWS habe und eben selbst die Einkäufe tätigen muss und auch selbst auffüllen muss, habe ich tatsächlich etwas mehr zu einkaufen, merkt man schon. Wenn ich bedenke, ich hätte mit der BBS jetzt ungefähr täglich diese Woche einen Umsatz von circa 120, zwischen 100 und 130 Euro jeden Tag.
am Dienstag, nee, am Mittwoch war das, da war, hat jemand einen 10-Euro-Schein in den Münzeinwurf getan, hat den Knick da reingetan, weil er dachte, er hat mich angerufen, er dachte, das müsse irgendwie so, hätten ihm irgendwelche Mitspieler gesagt, weil nämlich der Scheinleser nicht ging, der ging natürlich nicht, das stimmt, der ist kaputt, muss, wenn er nur eine Karte bezahlen, machen auch die, übrigens die meisten, das sind die BBS, Berufsschule, da bezahlen die meisten dann tatsächlich auch mit Karte. Und genau, und dann habe ich halt, wenn man so will, da hat er das dann, die Mitschüler hätten ihm gesagt, haben sie ihn wahrscheinlich verarscht, du musst das Geldschein knicken, den 10-Euro-Schein, und dann direkt in den Münzeinwurf tun. Ja, hat er gemacht, hat er mich auch angerufen, muss ich sagen, das war gut. Meinte, er hat seinen 10-Euro-Schein dorthin getan, das ist auch ziemlich dumm, naja, sagt er. Gut, dann habe ich mir das auch wieder rausgefischt am Ende, also abends, das ist ein Priumschlag getan und ich hoffe, dass er es bekommen hat. Habe ich im Sekretariat abgegeben, beziehungsweise im Briefkasten getan, der BBS. Ich hoffe, er hat es bekommen, dass er seinen 10-Euro-Schein wieder, 10-Euro-Schein wieder hat, ne? So, und da hatten wir aber tatsächlich, dadurch konnten manche nicht mit Münzen bezahlen mehr, weil das 10-Euro-Schein da drin steckte. Und deswegen habe ich da an dem Tag nur 70 Euro Umsatz gemacht. Aber ansonsten immer über 100 Euro, teilweise deutlich. Am Freitag waren sogar 136 Euro, war der größte Wert, den ich in dieser Vorrate auch übrigens je hatte. Dort in der Berufsschule, ich schätze mal, neue Schüler. Also sind wir neugierig, haben wir auch August, das Wetter ist ja geil. Da macht es ja auch Spaß, eine Cola zu trinken oder eine Fanta oder sowas. Also ich kann wirklich jeden Tag hinfahren und voll auffüllen, das ist fast leer immer. Der macht aktuell so viel Umsatz, wie alle Automaten insgesamt, die ich sonst habe, Autogeräte am Tag. Teilweise macht er sogar mehr. Insofern, also 120, 130 Euro habe ich mit meinen Automaten in der Regel nicht am Tag. Kann auch mal sein, klar, dass nur 120, 130 sind, aber ist halt nicht die Regel. In der Regel jetzt so alltags, ja, zwischen 100 und 120 mit allen Outdoor-Geräten am Tag Umsatz. Und am Wochenende, klar, da kommst du schon auf 180, 200, manchmal 250 Euro, das kann am Sonntag schon sein. Aber wie gesagt, alltags nicht. Und deswegen muss ich sagen, ist der BBS wirklich stark und macht aktuell in der Sache auch dann Spaß. Wenn ich 10 Stück von diesen BBS hätte, sag ich mal, ich glaube, dann wird das schon gehen. Da könnte man damit schon was mal anfangen. Okay, ich lade jetzt erstmal ein, was ich hier gekauft habe in meinen Wagen. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt die wieder wegbringen. Oh, fertig eingepackt hier. Ja, jetzt muss ich eigentlich noch nach Selgos hin, weil ich noch die große Action haben will. Klein habe ich jetzt noch genug, aber Action groß brauche ich noch. Reicht jetzt auch noch für diese Woche, aber ich weiß genau, Ende der Woche wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ja, und weiter jetzt eben hin, habe ich wenigstens was da. Ja, dann halt erstmal jetzt nach Selgos hin und danach würde ich sagen nach Großkneten. Ab geht's. Wir sind jetzt hier bei Selgros. Jetzt gucken wir mal, ob wir unsere große Action bekommen. Okay, Powerade gibt es auch schon in groß, sehe ich gerade. Gucken wir mal hier, Powerade gibt es auch schon in groß. Gadget haben sie auch, Prime haben sie. Mal eben gucken, ob sie auch die Dings haben. Die haben sie aktuell nicht. Die großen Action, die wollte ich haben. Die habe ich jetzt hier mit dabei. Und dann würde ich sagen, das war's schon. Mehr brauchen wir hier nicht. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir auch jetzt schon wieder Richtung Kasse. Okay. So Leute, das habe ich jetzt gekauft. Jetzt hole ich mal eben, was das gekostet hat. 40,21 Euro. Das ist eigentlich eine Besonderheit. Und zwar habe ich jetzt mal die hier gekauft. Das sind so kleine Playmobil-Männchen. Mega nice, muss ich sagen. Ich werde die mal in Automaten tun. Das passt auch ganz gut von der Packung her. Gibt es verschiedene. Und hier auch. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber es ist irgendeine Playmobil-Geschichte. So ein Männchen, denke ich mal. Und hier auch.
bin mal gespannt. Ich werde die mal in den Automaten tun und dann gucken wir mal, ob die auch gehen. So, bevor es nach großen Kneten geht, ich habe mir jetzt die nochmal angeguckt hier. Also echt irgendwie nice. Ich mach mal hier, weiß nicht, ob das jetzt hier... Er kriegt sich gebacken hier mit dem Fokus, ne? Ist auch egal. Das sind so, jetzt sieht man, jetzt haben wir es scharf. Das sind so Playmobil-Männchen. Verschiedene Sorten halt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Ich weiß gar nicht, was da genau drin ist, ehrlich gesagt. Aber ja, so verschiedene Sorten hier, wie gesagt. Mal so ein Ritter oder was das hier ist, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. So Figuren sind das halt von Playmobil. Ich werde hier mal versuchen, einen Automaten jetzt zu stecken. Bin mal gespannt, ob da was geht. Vielleicht sind das so Sammeldinger oder was. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall von Playmobil original. Ja, ich werde hier mal einen Automaten stecken, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob die sowas geht, ne? Also, ab geht's jetzt erstmal noch großen Kneten hin. So, ich bin nicht hier bei großen Kneten. Und mir fällt gerade auf, also hier Lachgummi ist gut weggegangen, da fülle ich wieder welche auf. Mal gucken, vielleicht tue ich hier unten schon diese kleinen Playmobil-Dinger. Ich habe die jetzt mal hier dabei. Vielleicht tue ich da schon mal ein, zwei rein. Bin mal gespannt, wie die hier laufen. Ja, und ansonsten ist ja hier auch noch, das ist weggegangen, sieht man, ist ja. Ja, so ein paar Monster da weggegangen, Rockstar, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so groß dabei, muss ich mal gucken, aber ist sonst, ja. Und hier sieht man Powerade, nur noch zwei Stück drinne, habe ich auch gekauft, die Powerade, die kann ich da gleich reintun. Genau, ich guck mal jetzt, was geht, ich tue erstmal jetzt hier weiter auf und dann bis gleich. So ist ja bisher in großen Kneten alles aufgefüllt. Was immer wichtig ist, was ihr immer noch beachten müsst und gucken müsst, ist, ob Wechselgeld drin ist, ne? Dazu einmal hier auf den Knopf drücken, das kennt ihr ja sicherlich, der rote Knopf da. Und dann kann man ja hier ins Menü kommen. Und dann gucken wir mal hier einmal im Fall der runden Tuben füllen. Aber wir haben 5,44 von den 5 Cent Stücken drin, das passt alles soweit. Da kann man nicht rummeckern, ist alles gut gefüllt. Das passt soweit. Jetzt gucken wir nochmal am Mastergerät auf Fehlermeldungen. Keine Fehler, passt auch. Jetzt gucken wir nochmal eben auf Safe-Gerät. Fehlermeldungen vor allem, keine, super. Das sieht alles gut aus. So kann es bleiben. Ich wollte noch einen Preis einstellen, genau, dass ich genau, dass ich das nicht vergesse. Nochmal auf den roten Knopf gehen. Und dann gehen wir mal auf Slave-Gerät. Geht es um Slave-Gerät jetzt? Da wollen wir den Verkaufspreis einstellen. Und zwar von den 9,64. Einfach die 64 nehmen. Das machen wir mal eben schnell. €64, 9 Euro ist bestimmt zu viel, das muss nicht 9 Euro sein. Warte mal eben. 63, die... Genau, 64, der Pfeil muss auf die 64 sein, 9 Euro bestätigen. Und jetzt können wir das einstellen und dann würde ich sagen, wir machen den auf 5 Euro, ne? Habe ich gesagt. Das reicht für das Playmobil, mal auf 5 Euro. Gucken wir mal, 5 Euro hier unten auf Bestätigen drücken, ne? Wichtig immer. Und dann steht jetzt hier 64, 5 Euro, das passt. Okay. Ja, das ist immer wichtig, immer drauf gucken, dass keine Fehlermeldungen sind. Beim Slash-Gerät nicht und auch beim Mastergerät, wenn ihr doppelten hättet. Und ja, das Wechselgeld genug drin ist. Ist aber in meinem Fall jetzt der Fall. Genau, so kann es dann laufen. In rechter in großen Kneten habe ich jetzt tatsächlich die Playmobil mal reingemacht. Zwei Stück davon. Die anderen beiden, mal gucken, ob ich noch woanders Willeshausen und Westring rein tue oder in Rechterfeld, mal gucken. Bin mal gespannt, wie die hier anlaufen. So, jetzt geht's aber erstmal nach Hause, meinen Wagen entladen von Metro und so weiter, die Einkäufe einlagern. Und dann habe ich ja schon kommissioniert für Rechterfeld und auch für Westring. Das werde ich dann nochmal machen, gucken, ob ich jetzt erst nach Westring oder erst nach Rechterfeld gehe, muss ich gucken. Ich habe noch einen anderen Termin, ich wollte mein Auto verkaufen, weil ich in einer letzten Shorts, da habe ich das auch gesagt. Ja, mal gucken, ich habe da auch noch einen Termin, vielleicht will jemand in ein Autohaus das Auto haben, mal gucken. Ja, ich muss gucken, wie ich es alles schaffe heute, aber ich will mich auf jeden Fall melden. So, ich bin jetzt hier bei Lorenz in Gräulenstedt, habe gerade schon wieder eingekauft. Und zwar habe ich diese Knickknacks geholt,
Die kann ich euch nochmal eben ganz kurz zeigen. Aber es sind einfach immer dieselben Nicks, die ich da habe. Nämlich die hier. Und dann habe ich jetzt nochmal hier diese hier gekauft, davon verschiedene. Einmal gibt es da noch einen von mit so Banane und so weiter. Ja, die sind eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, da habe ich mal 6 Stück oder so von geholt. Und die kommen mit nach Rechterfeld jetzt rein im Automaten. Der ist auch relativ schon, ich war gerade schon mal kurz da, der ist relativ leergeräumt sogar. Aber da muss ich auf jeden Fall jetzt auffüllen. Das mache ich auch jetzt. Ja, und danach fahren wir noch nach Westring hin. Da ist nämlich auch schon lange nichts mehr. War ich am Montag, glaube ich, das letzte Mal, am Montag. Da muss auf jeden Fall wieder aufgefüllt werden. Ja, und dann geht es auch gleich schon dann Richtung Bank. Ich hoffe, ich komme schnell durch. Ja, jetzt geht es in Richtung Rechterfeld. Leute, hier in Rechterfeld bin ich jetzt. Hier ist oben alles leer. Mache ich völlig jetzt auf. Und auch hier ist eine Menge weggegangen, muss ich sagen. Also das ging ganz gut diese Woche. Ja, und dann kommen wir mal hier. Auch hier ist einiges weggegangen, muss ich sagen. Ja, hier Red Bull oben. Zieh zwei komplett weg. Muss ich erstmal richtig auffüllen. Ja, also hier ist einiges weggegangen, muss ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, das füllen wir jetzt auf. Und dann, ja, schauen wir mal. So, jetzt hole ich mal hier in Rechterfeld mal eben das Geld raus. Hab gerade schon ein bisschen was da reingebracht. Die Münzen habe ich gerade schon jetzt entleert. Jetzt gucken wir mal, was wir hier dran haben. Ja, ein bisschen was wird das sein. Ich hole das mal raus und dann gucke ich mal. So, das ist das, was jetzt hier in Rechterfeld drin war. Eine Woche. Das sind so schick, schätze ich mal so. Ja, werden schon ein paar 100 Euro sein. Und jetzt sehen wir mal hier in Rechterfeld. Ich gucke gerade nach, wie viel Wechselgeld noch drin ist. Ja, und dann sehen wir, dass von den 5 Cent schon 0 drin. Ne? Bei mir gehen die 5 Cent Stücke am schnellsten weg. Ich weiß nicht warum. Da kann ich 50 Stück reintun, die halten vielleicht 2 Wochen, dann sind sie komplett weg. Als andere geht meistens, wenn ich weiter runter scrolle, von den 10 Stück 56, das geht alles noch. Hier und 50 Cent gehen auch relativ schnell. Alles andere geht in der Regel. Ja, 1,46 Euro, das geht alles. Und 2,43 Euro, das geht auch alles. Also das sind wirklich, ist vor allem die 50 Cent und vor allem die 5 Cent Stücke, die gehen wirklich ab wie sonst was. Okay, ich fülle jetzt erstmal auf. So, ich habe jetzt hier wieder aufgefüllt. Und zwar, ja, es dauert noch, bis das scharf stellt, ne? Also ich habe von den 50 Cent Stücken jetzt 43 Stück drin. Jetzt ist es scharf, ne? 43 Stück drin. Und von den 5 Cent Stücken habe ich jetzt 56 Stück drin, ne? Genau. Ja, alles andere, wie gesagt, läuft es so. Jetzt gucken wir mal an, welche Fehlerquote ist. Einmal das Mastergerät. Fehlermeldung keine, ist schon mal gut. Gehen wir mal zurück, gehen wir mal auf das Slave-Gerät drauf. Mit 2 und 3 kann man hoch und runter scrollen. 4 bestätigen. Fehlermeldung bestätigen, no error. Auch gut, ja. Also das scheint ganz gut zu sein. Ja. Also das ist jetzt mal so aufgefüllt. Habe ich jetzt praktisch. Das ist immer noch nicht alles voll. Gestern ist da so viel weggegangen, hätte ich gleich gedacht, auch heute. Das sind schon 27 Euro. Wir haben jetzt mal gerade mittags rum. Also ich muss sagen, muss man auch sagen, hier in, weiß nicht, vielleicht kennt das jemand von euch, hier in Fechter Stoppelmarkt. Und mein Automat steht eigentlich in Rechterfeld, direkt Nähe des Bahnhofs, sag ich mal. Es ist so ein gewisser Verkehr auch zum Bahnhof hin. Deswegen, klar, ist es ein bisschen blöder, weil natürlich durch die Umstrukturierung hier ist jetzt ja früher, ich kann es jetzt mal eben zeigen, ging ja die Straße praktisch hier lang. Ne? Da ging die Straße lang. Ne? Da ging die Straße lang und endete dann da hinten. Und jetzt geht die Straße praktisch da weiter und geht dann hinterm Haus rum und geht dann da los. Das heißt also, hier ist praktisch mehr oder weniger jetzt Wiese, aber ist trotzdem, kann man ja ganz gut sehen, hier ist Schotterplatz, hat man hier hingemacht, ne? Da kann man praktisch hier rein, da kommt man hier praktisch, ne? So, also das ist natürlich eine ganz gute Geschichte. Insofern kann man hier schon noch irgendwie durchgehen, also für Fußgänger und Radfahrer ist das hier okay, das geht alles, wenn man also zum Automaten möchte, kann man hier gut langkommen. Und wenn man dann irgendwann weiter möchte, kann man natürlich auch, also man kann die Wiesen natürlich hier lang gehen, ne? Und dann kommt man halt zur Straße wieder hin, ne? So. Und das ist gerade für Radfahrer oder Fußgänger
Die müssen ja nicht unbedingt die regulären Straßenweg gehen. Man kann ja auch hier über die Wiese, über meinen Automat praktisch, dann Richtung Bahnhof gehen. Insofern ist es ganz gut so. Ja, ich bin mal gespannt, was dann hier hinkommt demnächst. Das ist jetzt das Stadtgebiet praktisch. Die Grenze hier ist ja noch privat, wo ich auch stehe. Und darüber hinaus, zeige ich das nochmal eben, drüber hinaus, also da, wo diese beiden Stromkästen stehen, ist praktisch alles Stadtgebiet, ne, so. Also insofern könnte auch da irgendwo noch, ich glaube, das soll zum Verkauf stehen oder irgendwas, aber genau das weiß ich da auch nicht. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen so bleibt jetzt, wie gesagt, dass man hier mal auch mal ein bisschen was um das mäßig machen kann, weil durch die Baustelle hat man wirklich gemerkt, damals hatte ich echt deutlich weniger Umsatz, teilweise zu wenig auch, ne. Gut, ja, ich habe es hier fertig, sag ich mal, ne, Standort soweit. Das passt erstmal wieder. Ja, mal gucken, wie ein paar Produkte muss ich hier ist neu, so wie die, das ist ja hier die Prime zum Beispiel. Ne, also die muss ich, das ist nur einer drin jeweils. Ich habe die Prime Pop jetzt nicht bekommen irgendwie. Auch bei Selgros waren sie nicht da, da hatten sie nur diese hier, diese Prime Tropical hatten sie da. Ne, so. Und die gehen auch gar nicht so gut, also wenn dann eher die Pop, Prime insgesamt ist okay. Ne? Was am besten geht echt ist Powerade, ne? Die war auch komplett leer gerade eben. Die habe ich jetzt komplett wieder aufgefüllt. Powerade, gerade die Sport. Die rote ist auch noch nicht so gut sogar. Aber diese blaue, die geht echt super geil, muss ich sagen. Echt top. Das ist nicht schlecht. Das ist natürlich die Dauerbrenner. Cola war jetzt komplett leer heute. Fanta Grün war leer. Also wenn, dann geht die Fanta Grün bei mir am besten. Die im Exotik, sage ich mal. Die anderen gehen auch. Aber die Fanta Grün ist da wirklich noch die beste. Und was ich jetzt auch habe, ist Booster. Ich muss sagen, die kann ich etwas günstiger anbieten und der geht auch richtig ab, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Da habe ich schon jetzt 3 Paletten gekauft praktisch von den Dingern hier. Innerhalb von fast einem Monat oder von anderthalb Monaten. Also ich muss sagen, das geht und auch Mountain Dew. Hätte ich auch nicht erwartet. Geht auch ganz gut. Habe ich jetzt wieder voll gemacht, ja. Geht gut. Jetzt habe ich hier mal eine neue. Dieses Bad Apple heißt das. Von Monster. Müsst ihr mal gucken. Da ist schon ein schönes Bild drauf da. Ja, so, mal gucken, wie das geht. Habe ich es heute gefunden bei Metro. Mal gucken, wie das läuft. Ja, ansonsten noch Effekt, ja, sind nur 3 Stück da im Moloko, da muss ich natürlich gucken, dass ich die wieder auffülle jetzt. Das mache ich demnächst, habe ich jetzt nicht dabei gehabt, weil Effekt ist auch jetzt kein Dauerbrenner, ist nicht super gut, sag ich mal. Auch Rockstar ist jetzt nicht super geil, es geht halt mal, ja. Aber gut, was natürlich immer am besten geht, ist klar, Red Bull, die kannst du immer haben. Speziell die blaue Sorte, muss ich sagen, die geht eben noch mit am besten. Die grüne kommt jetzt auch ein bisschen nach, aber die blaue ist auch mal gut dabei. Und natürlich klassisches Red Bull geht immer, ganz klar. Und ich muss sagen, von den Action ist tatsächlich die große Form der Action deutlich, geht deutlich besser. Muss man auch sagen, da ist ja auch viel mehr drin. Ne? Da sind, glaube ich, 350 Milliliter oder was. Und, oder 500 sogar. Und die kostet für 250 biete ich das hier an. Weil es eben auch möglich ist, für den Preis hier anzubieten. Ne? Monster ist deutlich teurer, die kannst du nicht für so günstig anbieten. Aber diese Action ist tatsächlich auch im Einkauf dann günstiger. Was ich jetzt ja auch neu habe, ist dieses... Mal ausprobieren, dieses Pipi heißt das hier. Ja, weiß nicht, was das sein soll. Ist so eine Art Orange, so eine Fanta-mäßiges ist das. Ja. Gut, ja, ansonsten habe ich hier noch dieses Y-Food da. 2 Sorten, die Bananen, Happy Banane und Classic Choco heißt das. Ja. Calypso muss ich sagen. Wenn, dann geht die blaue Calypso ganz gut. Die anderen Calypso sind so ein bisschen, naja, geht so. Hier war jetzt dieses Gönnergy drin, dieses neue, dieses Eis-Dings da, wie das da hieß. Das habe ich jetzt mal reingemacht gehabt, ist tatsächlich gegangen jetzt, ist wieder weg. Die rote geht nicht so gut, muss ich sagen. Also wenn, dann Gönnergy eher diese neueren Sorten. Wobei ich sagen muss, allgemein ist Gönnergy nicht der Superbrenner bei mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aktuell geht sogar Dr. Pepper wieder mal ein bisschen besser, da war jetzt nur noch einer drin heute. Ja, nicht so schlecht. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's dann mal. Ich fahre jetzt einmal noch Richtung Westring hin, dann noch zur Bank hin und dann zeige ich euch, was wir für einen Umsatz diesen Monat oder diese Woche gemacht haben. Bis dann, ciao. Dann nochmal an Wullis Snackkiste. Du hast doch Probleme mit deinem Lift bei meinen Automaten, wie ich das gesehen habe. Also, ich weiß auch nicht viel, muss ich sagen, aber was bei mir war, kann ich dir mal zeigen. Es gibt hier so, die heißen... Weiß nicht, man kann das vielleicht schlecht erkennen, das sind, die nennt man Böcke, so heißen die. Und wenn die zu weit drinne sind, dann gibt er auch die Produkte nicht richtig raus. Also die müssen wirklich, die Böcke müssen halt, diesen 2 Schrauben dran. Ja, ich denke, man kann das erkennen, die 2 Schrauben, die muss man lösen, aber nicht ganz abmachen, sondern nur leicht lösen. Und dann kann man den Bock ein bisschen weiter Richtung Innenraum verschieben, bis das ungefähr hier wirklich Kante ist. Und dann kann man die wieder zumachen und dann,
werden die Produkte auf jeden Fall richtig ausgegeben. Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Problem ist oder ob der Lift allgemein bei dir nicht geht. Was bei mir halt auch wahr ist, der hat ja hier, der geht ja einmal nach von links nach rechts hin. Und dafür hat er hier unten, da muss man, glaube ich, irgendwie hier auch die Schraube lösen oder was, hier ist so eine Kappe vor, da hat er so ein Rad dran, das war bei mir auch so ein Rad dran. Und das Rad, wenn das aus der, sagen wir mal so, aus der Nut springt oder aus der Schiene springt, kann das eben auch sein, dass er nicht mehr hin und her macht. Ne? Und ja, hoch und runter ist klar, das ist natürlich das Band dafür zuständig. Und hier natürlich diese ganze, aber ich weiß nicht, was bei dir genau ist, muss ich sagen. Bei mir war halt das Problem, dass es nicht nach links und rechts mehr ging. Und das lag halt daran, dass hier dieses, wie gesagt, dieses Rad, was hier ist, nicht mal in der Schiene war, rausgesprungen war. Und deswegen konnte sich niemand links und rechts bewegen. Und ich hatte eben letztens auch das Problem, wie gesagt, was ich gerade schon erklärt habe, dass diese Böcke, so nennt man die hier, das ist so ein Teil mit zwei Schrauben befestigt, dass der zu weit drinne war praktisch. Ja, und dass der praktisch, der muss sich die beiden Schrauben lösen, weiter zur Richtung Innenraum, dass wirklich hier auf Kante ist, dass dieses Ding hier und dann wieder zuschrauben und dann hat er auch tatsächlich die Ausgabe, also die Produkte direkt rausgegeben, ohne dass die runtergefallen sind. Weil ich hatte dauernd hier irgendwas runtergefallenes auf dem Boden liegen oder beziehungsweise der steckte dann da und hatte nicht richtig abgegeben. Aber das war wirklich der Grund, seitdem habe ich das nicht mehr. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich dir mit weiterhelfen konnte, keine Ahnung. Nur mal so, falls du das Video sehen solltest. Und wenn du das nicht siehst, auch für andere ist es ja mal wichtig, wenn mal sowas ist mit Lift und so ein Problem, das könnte ein Grund sein, warum die Ausgabe oder die Produkte nicht richtig ausgegeben werden. So, ich bin das zweite Mal jetzt hier, war gerade schon mal am Westring, aber ich habe was vergessen, damit musste ich mal nach Hause wieder fahren. Ja, aber wie gesagt, ist jetzt schon ganz gut aufgefüllt. Jetzt zeige ich das nochmal eben. Ich habe muss die Lackgummis, die habe ich vergessen gehabt. Und auch hier die Haribo. Das habe ich jetzt noch geholt. Das mache ich jetzt mal eben rein. Na, hier sieht man das, die Haare, die Lackgummis, die fehlten. Die habe ich auch entweder rein. Und hier habe ich die Playmobil, habe ich jetzt auch oben reingemacht. Ja. Genau, ansonsten hier soweit alles im grünen Bereich. Und ja. Guckt mal vorbei, wie gesagt. So, ich fülle es noch eben weiter auf, mache so Wechselgeld nachfüllen. Das habe ich auch gerade vergessen, beziehungsweise habe gemerkt, dass ich kein Wechselgeld mehr hatte. Mache ich jetzt eben. Und dann ja, bin ich gleich Richtung Bank. So, jetzt bin ich bei der Bank, stehe jetzt hier am Parkplatz. Ja, und Geld wegbringen. Ja. Ich will es nur mal kurz zeigen. Kann man so ein bisschen schätzen. Das ist das, was ich heute aus den Automaten geholt habe, beziehungsweise in dieser Woche. Ich vermute, das wären alles in allem. Ja, nun habe ich auch gestern noch die BBS da noch mit drin. Münzen, also ich schätze mal insgesamt, ja, wenn ich Glück habe, 800-900 Euro, die ich noch aufs Konto jetzt bringe. Wir werden sehen. Ich kann mir das Ergebnis gleich mal eben mitteilen. Ja, und dann würde ich sagen, dann bis gleich. So, Leute, jetzt bin ich hier durch. Ich habe hier das Geld zur Bank gebracht. Leider war wieder dieser Münzeinwurf da kaputt, dieser Münzer. Das heißt, ich konnte keine Münzen auf die Bank bringen, sondern nur Scheine. Aber in Scheinen waren das so 750 Euro. Und ich denke mal, hier Münzen sollten auch nochmal 300 Euro drin sein, schätze ich, vielleicht 350, keine Ahnung. Also ich denke mal, so knapp an die 1000 Euro werden wir wo rankommen in dieser Woche dann mit BBS und alles. Ja, war ganz gut, sage ich mal. Jetzt sind so die stärksten Monate und die stärksten Wochen, besser gesagt, die stärksten Tage. Ja, also August, September sind meist die besten Monate im Automatenbusiness. Ja, und dann würde ich mal sagen, das war's dann in dieser Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Ich möchte ja. Ja, ich habe mir vorgenommen, im August die 500 Abonnenten. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht ganz. Naja, vielleicht wird es ja dann September oder Oktober. Mal gucken. Hauptsache irgendwie Ende des Jahres wäre nicht schlecht, sag ich mal. Gut, okay. Okay. Also, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage dann bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.